Willkommen auf meinem Kanal. Dieses heutige Video wird ein kleines Video dazu, wie ihr am besten eure Yeezys lacen könnt. Ist nur ein kleines Tutorial. Ich hoffe, ich kann euch damit helfen. Viel Spaß mit dem Video. Wenn eure Yeezys ankommen, sei es ihr habt die jetzt neu irgendwo an der Seite bestellt, beim Release bekommen oder irgendwo im Resale gekauft, sehen die meistens so aus. Das heißt, die sind einfach sehr tight gelaced. Von innen sieht das Ganze dann so aus. Alles ganz eng geschnürt. Persönlich mag ich diesen Look aber nicht so sehr. Doch wie ihr die Schuhe so hinbekommt, ist ganz logisch. Ihr schnürt die Schuhe ganz normal und zieht das so eng wie möglich. Und das Ganze sieht dann so aus. Jedoch wollen wir jetzt, dass der Schuh nicht so aussieht, sondern so. Ganz locker, flockig, easy, yeezy gelaced. So tragen die meisten Leute das, unter anderem natürlich auch Kanye selbst. Ganz locker gelaced, doch jetzt denkt man sich so, wie kommt es eigentlich, dass das hier alles oben so locker aussieht und hier noch die Schnürsenkel nur so kurz sind, dann müssten diese Schnürsenkel ja um die Hälfte kürzer sein als die hier. Dazu kommen wir jetzt. Eigentlich kein großes Geheimnis. Was sie als allererstes macht, ist überall die Schnürsenkel. Also ihr macht das schon mal so, dass die Enden so abstehen wie bei den anderen. Vielleicht so ein Stück, genau so. Einmal ganz oben. Und jetzt versucht ihr das oben erstmal gleichmäßig zu verteilen. Das ist, was ich eben meinte. Man denkt, die Schnürsenkel sind viel zu lang. Doch was wir jetzt machen, ist eigentlich ganz simpel. Wir ziehen die Schnürsenkel von unten. Hier sehen wir unten sieht man gar nichts. Und hier sind die Schnürsenkel alle nach unten gezogen. Das heißt, wir probieren jetzt ein bisschen rum und ziehen die Schnürsenkel nach unten hin rein. Natürlich auch so, dass es nicht stört beim Tragen, selbstverständlich. So, und das war's. Das Ganze sieht dann etwa so aus, ziemlich genau wie der hier. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist als allererstes die Schnürsenkel auf diese Position zu bringen, dann die Schnürsenkel überall gleichmäßig hinausziehen und dann von unten hindurchziehen, so dass am besten auch nicht stört. Mein Tipp wäre es, lasst euch bei den obersten hier, dass ihr da die am längsten zieht, weil zieht ihr die vorne irgendwo nach unten und hier habt ihr zum Beispiel so einen langen Schnürsenkel, tut das schon weh am Fuß und hier oben merkt ihr das halt gar nicht. Daher sollte es mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem kleinen Video helfen. Falls ja, dann wisst ihr ganz genau, was zu tun ist. Und falls nein, geht weg und dann lasst mir ebenfalls die Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr mehr von solchen Sneaker-Tutorials, an sich Sneaker-Videos, Reviews, Unboxings oder Streetwear-Videos verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal, euer Mental Slaves.